Willkommen zu einem weiteren Apex Legends Video hier auf meinem Kanal. Die alte bzw. die aktuelle Season 14 ist jetzt ein Monat alt. Zeit schon mal so langsam in Richtung Season 14 zu denken, ein bisschen was darüber zu berichten. Ich möchte die Kontroverse noch einmal starten mit einigen Hintergrundinformationen, warum wir aktuell seit einigen Seasons keine neue Waffe bekommen haben, obwohl es doch eigentlich die Nemesis AR werden sollte in Season 13 und so weiter, warum die nicht kam, warum wir bis jetzt keine neue Waffe bekommen haben und so weiter. Ich habe ein paar Hintergrundinformationen, die vielleicht der ein oder andere von euch noch nicht wusste. Und es geht natürlich um die neue Map in Season 15. Wer es nicht weiß, alle vier Seasons, zyklustechnisch möchte das Respawn möglichst lange so beibehalten, dass wir mindestens einmal im Jahr eine neue Map bekommen. Und im November ist es in Season 15 mit einem absolut krassen, großen Update sicherlich wieder soweit. Das Gameplay, was ihr hier seht, das ist relativ aktuell. Relativ optisch gut, keine schlechte Qualität. Natürlich ist die Map komplett hier noch ohne Texturen. Final wird das natürlich viel, viel geiler aussehen. Bevor wir jetzt auf die neue Map zu sprechen kommen, wie groß die circa ist im Vergleich zu welcher Map, die es in Apex Legends so gibt, möchte ich die kontroverse neue Waffe in Apex Legends einmal kurz starten, anreißen mit Hintergrundinformationen. In Season 13 sollte es eigentlich die Nemesis AR werden. Dort gab es geleakte Gameplays und so weiter, das Modell für die Waffe mit Icon und so weiter, das war alles schon fertig. Auf einmal startete Season 13 keine neue Waffe. Enttäuschung war groß. Season 14 ist jetzt mittlerweile ein Monat alt. Keine neue Waffe. Enttäuschung noch größer. Überraschung. Und irgendwann wird es auch soweit sein, dass wir nicht jede Season eine neue Legende bekommen. Das nur mal nebenbei bemerkt. Aber dort sind wir noch ein Stück weit von entfernt. Also die nächsten Seasons bekommen wir definitiv noch eine neue Map. Aber bis es eine neue Legende, aber bis es soweit ist, dauert es noch eine Weile, bis wir irgendwann vielleicht noch alle zwei Seasons eine neue Legende bekommen. Warum haben wir keine neue Waffe in Season 13 bekommen? Ganz einfach, das möchte ich nochmal kurz anreißen. Kurz vor Release von Season 13 hat die Nemesis AR extreme Probleme im Spiel bereitet. Wie genau die Probleme aussahen, hat Respawn sich leider bedeckt gehalten. Was da genau das Problem war, wissen wir bis heute nicht. Die Waffe kam dementsprechend in Season 13 nicht. Sie war kurz vor Release von Season 13 in einem Trailer in diesen auf Stormpoint, diese IMCs oder wie sie heißen, wo man sich den Loot pimpen kann. Dort wurde die kurz gesichtet und man wurde stutzig, als der Gameplay-Trailer rauskam. Das war der kürzeste Gameplay-Trailer, seit es Apex Legends gibt. Ich mache jetzt hier das Gameplay nochmal an. Ich mache es vielleicht mal ein bisschen größer, dass man es in voller Pracht ein bisschen besser genießen kann. Man muss ja nicht unbedingt mein Gesicht dazu sehen. Auf jeden Fall wurde die Waffe kurz gesichtet und der Gameplay-Trailer war extrem kurz. Und meiner Meinung nach, auch da hat sich Respawn nie zu Wort gemeldet, meiner Meinung nach wurde kurz vor Release der Gameplay-Trailer einfach ein bisschen geschnitten, um die neue vermeintliche Waffe nicht zu zeigen. Wie gesagt, bestätigt wurde sie nie. Und in Season 14 gab es auch keine neue Waffe. Und das Ende vom Lied war, dass Respawn irgendwann gesagt hat, dass wir den Lootpool so gering wie möglich halten möchten und erstmal oder beziehungsweise vorerst keine neue Waffe ins Spiel bringen, solange Respawn den Bedarf dafür nicht sieht. Aktuell haben wir, glaube ich, oh Gott, es waren, glaube ich, um die 20, 23 Waffen im Spiel. Theoretisch braucht der Lootpool nicht zwingend eine neue Waffe, obwohl das immer frischen Wind in der neuen Season genauso wie eine neue Legende bringt. Das sollte klar sein. Aber Respawn hat gesagt, solange es nicht nötig ist oder sie es nicht für nötig befinden, gibt es auch keine neue Waffe, obwohl es geleakt, wer es nicht kennt, auf meinem Drittkanal gibt es einige geleakte neue Waffen mit Gameplay und so weiter. Name hast du nicht gesehen. Lediglich die Optik. Das Logo der Waffe, was wir hier im Gameplay auch unten rechts von der Elster zum Beispiel sehen, das ist ein Platzhalter meistens von der 99 oder von der 301 und so weiter. Und auch die Optik der Waffe selber ist meistens nicht das Original, sondern wirklich nur ein Platzhalter. Aber die Mechanik der Waffe passt. Jedenfalls kann es sein, dass wir noch einige Seasons davon entfernt sind, bis wir eine neue Waffe bekommen. Denn auch die Entscheidung unter anderem war, den Lootpool so gering wie möglich zu halten. Und die Überlegung war vor einiger Zeit tatsächlich, die P20, 20, die 30, 30 Repeater und den Bogen
vorerst aus dem Spiel zu nehmen. Glücklicherweise ist das natürlich nicht passiert. Wäre natürlich auch eine riesengroße Dummheit, denn einfach mal drei Waffen entfernen für von mir aus vielleicht eine komplette Season, wie das manchmal eben mit den Maps der Fall ist, kannst du nicht bringen, denn es gibt viele von euch, die bezahlen Geld für Skins, weil vielleicht der Bogen oder die 30-30 eure Lieblingswaffe ist und auf einmal verschwinden die Waffen erstmal aus dem Lootpool für 3 Monate, und das mit einer Waffe zu machen, wäre eine absolute Frechheit, meiner Meinung nach. Also hat sich Respawn dazu entschieden, vor 2 Seasons wieder mit dem Replikator zu arbeiten, einfach, was weiß ich, einmal pro Split 2 andere Waffen zu wechseln, sodass der allgemeine Lootpool auf dem Floor ein bisschen geringer gehalten wird und es nicht so viele Waffen zu finden gibt. Und das ist eigentlich die beste Lösung aktuell. Wie gesagt, das ist der Stand, warum es aktuell keine neuen Waffen gibt. Wir können uns wahrscheinlich noch ein wenig oder müssen uns wahrscheinlich noch ein wenig gedulden. Frühestens in Season 15 wäre es natürlich geil, mit einer neuen Map auch eine neue Waffe und eine neue Legende mit einem Mega XXL Update. Das zu dem Thema Waffen. Jetzt kommen wir auf die neue Map zu sprechen. Ich blende es natürlich nochmal ein. Ich habe auch gleich nochmal die Minimap für euch. Wir wissen, wie gesagt, dass es in Season 15 eine neue Map gibt. Einmal im Jahr gibt es eine neue Battle Royale Map. Und Divided Moon, aktuell der Name, ob das jetzt final zum Release von Season 15 immer noch der Name der Map ist, ist natürlich unklar. Das ist der Heimatplanet von Seer. Die Optik, ihr kennt, Anchor heißt die Arena Map. Optisch mit der Skybox und so weiter wird die Map gestaltet sein. Wie gesagt, die Texturen hier, die passen natürlich alle noch nicht. Das wird optisch alles ein bisschen geiler aussehen. Das sollte, was heißt ein bisschen, also das wird ein ordentliches Stückchen geiler aussehen. Von der Größe her können wir davon ausgehen, dass die Map größer als Kings Canyon ist, nicht so groß wie Stormpoint. Ganz, ganz wichtig, die Map wird sich irgendwo zwischen Olympus und World's Edge von der Größe befinden. Sie ist relativ quadratisch, könnte man fast sagen, die Map. Sehen wir auch gleich auf der Minimap. Die wird hier jetzt ein paar Mal auch geöffnet. Ich zeige euch das gleich aber nochmal ein bisschen detaillierter. Die Besonderheit der Map ist tatsächlich, ich mache gleich mal Pause, wenn es dann gleich soweit ist. Auf jeden Fall freue ich mich extrem auf die neue Map und ich bin auf die Map-Rotation. Ihr seht hier, die Map ist relativ quadratisch, optisch so ein bisschen wie Kings Canyon, bevor Kings Canyon komplett irgendwie verändert wurde. Hier gibt es quasi kaum irgendwo Landmasse, wo man nicht landen kann, außer natürlich bei den Bergen. Ihr kennt es auf Stormpoint, gibt es viele Flächen, viel Wasser. Olympus gibt es viele Flächen, wo man nicht landen kann, weil Luft hast du nicht gesehen und so weiter und so fort. Und hier haben wir eine andere, klarere Struktur und optisch ähnelt diese Map tatsächlich vom Aufbau eher so Richtung World's Edge. Und die Besonderheit bei dieser Map ist tatsächlich, hier gibt es glaube ich auch nicht so viele Jump Tower, aber es gibt hier eine Art Fortbewegungsmittel und das seht ihr hier quer über die gesamte Map verteilt. Seht ihr so ein Schienensystem? Ich hoffe, ihr könnt das jetzt hier erkennen. Fangt einfach mal unten rechts bei dem Logo von der Wingman an. Schräg links sind so 3, ich sag mal, Drähte, 3 Linien. Das könnte so eine Art Seilbahnsystem sein. Nicht vergleichbar mit dieser Seilbahn oder dieser Gondel, diesem Gondelsystem auf World's Edge, sondern man könnte es wie so ein Skilift sehen und das soll sich quer über die gesamte Map strecken, was ich eine coole Art und Weise finden würde, sich über diese gesamte Map zu bewegen. Ist natürlich noch unklar, wie das Ganze aussieht, wie viele auf diesem Gondelsystem rumlaufen können, transportiert werden können und so weiter, ob da auch Gegner drauf können. Das sind alles Spekulationen, muss man auch nicht zwingend drüber reden, aber ich denke, optisch wird die Map der absolute Kracher und allein die Optik der Map, die wird mir schon so gut gefallen. Was natürlich noch offen steht, ist irgendwo die Frage, wie sieht die Map-Rotation aus? Hier seht ihr nochmal dieses System. Ich kann hier nochmal Pause machen. Hier sieht man nämlich verschiedene Haltestationen, wo dieses Ding hält. Und wenn wir jetzt mal so ein Stück weiter vorfahren, da dieses rote Teil, das ist wie so eine Station, wie bei so einer Gondelstation. Da kannst du dann aussteigen. Natürlich wirst du auch mitten in der Fahrt aussteigen können. Da werde ich einfach mal fest von ausgehen. Kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wir feste Stationen haben, an denen wir nur aussteigen können. Auf jeden Fall bin ich sehr gespannt, wie die Map-Rotation sein wird, weil
Es gesellt sich jetzt die fünfte Map ins Battle Royale-System. Und wenn es jetzt so beibehalten wird, dass wir eine 3-Map-Rotation haben und wir dann im Laufe einer gesamten Season auf 2 Maps verzichten müssen, wäre das natürlich der absolute Horror. Respawn guckt natürlich, dass die neue Map so geil wie möglich wird. Das wollte ich mal noch dazu sagen, weil wir wissen alle, zum Release von Season 10 mit der neuen Map Stormpoint war natürlich die Euphorie extrem groß. Die ersten Gameplays waren total geil. Die Optik der Map ist total fantastisch. Dass die Map natürlich einfach nur ein Mega-Reinfall wahrscheinlich für 90% der Community ist, das konnte vorher keiner ahnen. Aktuell ist es ja wirklich so, die Ranked Map-Rotation Split 1 und 2, Kings Canyon und Stormpoint, das sind die zwei unbeliebtesten Ranked Maps. Kings Canyon trotzdem sehr beliebt, aber für Ranked wirklich sehr, sehr anstrengend. Und wenn ich mir vorstelle, dass jetzt 1 oder 2 Maps, die du extrem geil findest, wie ich. Ich würde jetzt zum Beispiel sagen, ich würde Olympus und Kings Canyon, wenn die beiden Maps rausfliegen und ich dann 2 Maps spielen muss, die ich vielleicht nicht so geil finde, oder 3 in dem Fall, würde ich das extrem kacke finden. Deswegen bin ich auf die Map-Rotation gespannt. Ich hoffe, dass es irgendwie einen Weg gibt, die Rotation spannender zu halten. Vielleicht einfach wöchentliche Map-Rotationen, dass immer 3 aktiv sind. Die nächste Woche ist dann die nächste Map aktiv. Oder Respawn spielt einfach mit den Maps in Split 1 Kings Canyon. In der Public Maps-Rotation gibt es Kings Canyon dann von mir aus nicht. Das sind dann die anderen Maps aktiv. Im zweiten Split von mir aus die neue Moon Map und im Publix. Aber trotzdem, ihr wisst, was ich meine. Im Prinzip kann man eine Menge Spielereien machen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr von den aktuellen Infos haltet. Lasst mich auch gerne mal in den Kommentaren wissen, was ihr aktuell von der Season 14 haltet. Weil die, muss ich sagen, ist definitiv gelungener als Season 13. Season 13 war für mich ein absoluter Reinfall, ein absolutes Chaos. Sehr, sehr unbeliebte. Oder wenn nicht sogar einer der unbeliebtesten Seasons überhaupt. Und in Season 14 habe ich auf jeden Fall wieder Spaß und Freude daran gefunden, endlich wieder Ranked zu zocken. Auch die neue Legende Vantage ist für mich ein absoluter Spaß. Natürlich vermisse ich tatsächlich endlich mal eine neue Waffe. Das würde schon mal ein bisschen Abwechslung reinbringen. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, ist die neue Season 14 gar nicht so schlecht. Aber ich freue mich ultra auf eine neue Battle Royale Map. Und mich graut es tatsächlich vor der Map-Rotation, die eventuell richtig kacke sein könnte. Vielleicht gibt es auch mal eine Riesenüberraschung in Sachen Rotation. Das soll es soweit jetzt nach knapp 13 Minuten von mir gewesen sein. Ich bin, wie gesagt, auf eure Meinung gespannt. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und freue mich aufs nächste Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.